Herzlich willkommen. Ja, wir haben ja so eine Challenge laufen, die in Nordrhein-Westfalen bei den Vereinen gerade ziemlich trendy ist. Und ich habe überlegt, damit meine Gruppen, alle vier, vielleicht einmal Motivation bekommen, heute ein paar Übungen aus der Challenge zu nehmen, denn das gibt Punkte. Ne? Ihr wisst, die Punkte zählen am Ende. Und es ist schon ein bisschen anstrengend, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir wärmen uns auf jeden Fall vorher ein bisschen auf, weil die Übungen sind zwar auch zum Aufwärmen, aber ich glaube, ideal ist es schon, wenn wir vorher nur einmal 5 Minuten nur ein bisschen aufgewärmt sind. Und dann legen wir los mit den einzelnen Übungen und am Ende sage ich euch auch, wie viele Punkte ihr dafür bekommt. Ne? Okay, so. Erstmal ein bisschen den. Noch mal zur Seite rausziehen. Bisschen marschieren am Platz. Beinmuskeln, Armmuskeln, alles muss aufgewärmt werden. Wir brauchen heute das ganze Programm. Einmal von unten nach oben, so ganz weit. Dabei wandern wir ein bisschen auseinander. Ja, gut. 4, 3. Oh, Zeit und Tag kannst du einmal von der einen Seite auf die andere. Ja. Gut. Einen Arm lassen wir raus und ziehen mit dem anderen rüber. Oberkörper dreht mit, den Kopf lass auf. Noch 4, 3, 2. Okay, andere Seite. Noch 4, 3. Letztes Mal, Leg Curl. Ja, gleich die Arme wieder zu. Push. Vorne richtig Fäuste machen beim Hochdrücken. Fäuste. Gut, richtig gut anziehen. Gut. 4, 3, 2. Und wir bleiben einmal in der Mitte. Ganz kleine, schnelle. Ja, hier. Beine geöffnet. Noch nicht bis ans Ende. Das machen wir gleich jetzt bei den Übungen. Jetzt nur so ein bisschen aufwärmen. Hoch, tief, hoch, tief. Super. Gut. 4, 3. Und wir nehmen die Arme hoch. Schnell, komm. Ganz leicht, nur in die Seite. Haltet das Tempo. 4, 3. Andere Seite, jetzt. Ja, so mit viel Spannung schon mal. Vorspannung arbeiten. 4 noch. 3, 2. Und side to side. Wir drehen uns eine Richtung Drehung. So, Ausfallschritt, Arm hoch. Vorne, hin, vorne heben, hinten Curl. Noch 4, 3, 2 und einmal Arme weglassen. Und wir bleiben stehen. Ganz klein. Auch hier wieder. Aufwärmen. Das hintere Fuß ist aufgerollt. Gerade Linie hoch, tief. Gut. Noch 4. 3,
zwei. Mehr noch, kommt. Okay, Achtung, zurück in die Mitte drehen und Seite fallen. Nochmal hier. Bisschen locker machen. Arme locker durchschwingen. Super, die Vierteldrehung zur anderen Seite. Gut. Okay, Achtung, Curl hinten, vorne hin. Hinten schön auf die Ferse, kurz anlehnen, wieder rauskommen.
Letztes Mal. Hoch, weg, vor. Das Knie nach vorne schieben. Und dann strecken wir uns nach oben, gerne ein bisschen nach hinten, ohne den Zugkreuz zu machen. Sodass hier kurz angelegt wird. Okay, nochmal die Arme nach hinten. Schulterblätter zusammen. Oh, einmal abschütteln. Beine auslockern. So, meine Lieben, das soll es auch schon gewesen sein. Das Warm-up muss reichen. Die Übungen sind schon schwer genug. Und ich fange jetzt mal ganz langsam an und ab sofort auch ohne Musik, denn nur ein bisschen Konzentration wäre nicht schlecht. So, wir fangen an mit High Knees. Und dafür nehme ich mal meine Matte kurz weg, weil die rutscht mir sonst auf den Boden. High Knees sind die hier, ne? So, ganz wichtig nochmal, einige von euch mögen ja nicht gerne hüpfen, ne? Haben schon irgendwelche Problemchen. Dann macht ihr die High Knees wirklich auch so, wie ich sie gerade mache. Das heißt, immer ein Bein im Wechsel nehmen. Ansonsten machen wir das ein bisschen im erhöhten Tempo. Das heißt, wir kommen aus dem Jogging-Schritt und nehmen die Beine hoch. So, Vorbereitung. Wir fangen an. 10, Pause 15, Pause 20. Ups, okay. Ja, die unten sind, die machen mit Armbewegung. Das heißt, die Gegenbewegung zum Knie. Diejenigen, die oben sind, gute Arme zum Gleichgewicht und stabilisieren. 4, 3, 2 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Durchatmen. Und die 15. Achtung. 3, 2, 1 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15. Locker. Durchatmen. Boah, jetzt die 20. Schön aufrechten Körper behalten. 3, 2, ich sag nichts mehr. Go, hopp. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, go! Einmal kurz Beine ausschütteln. Eine super Dreiersequenz. Perfekt. Die Lounge ist zur Seite. Das heißt, ihr schüttelt noch ein bisschen, atmet. Ich gehe die Seite rein. Und ziehe den Fuß nach. Ich gehe in die Seite rein und ziehe den Fuß nach. Okay, macht euch die Entfernung. Wir starten erstmal relaxed mit 5. 3, 2, 1, 1, hoch. 2, hoch. 3, hoch. 4, hoch. 5. Gut. Einmal durchatmen. Dann 10, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, tief, tief. Die letzte, hopp, und 10 geschafft, 15, das war's. Geht über die Mitte tief, kommt. Großer Ausfallschritt. 3, 2, 1. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganze Mattenbreite. 11, 12, 13, 14, 15. Und auslockern. Tief durchatmen. Okay. Jetzt die Lunge gleich nach vorne. Immer wieder ein bisschen ausschütteln. Ein bisschen Luft holen. Heißt, wir gehen aus der Position. Und dann schaut, dass ihr das Knie nicht über die Fußspitze bringt. Und das hintere Knie Richtung Boden. Zweimal geübt. Fertig machen. 3, 10, 2, und go. 1, 2,
2, 3, 4, hier die Arme vor, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurze Pause, ausschütteln, Schrittlänge merken und 15. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nur noch 5, kommt, 5, 4, 3, 2 Abschnitte kommt, letzte und relax. Ausschütteln. 20. So, ich nehme nur die 10 und die letzten 5. 3, 2, 1, go! Noch 4, 3, 2, letzte, auslockern, Beinchen ein bisschen locker machen, wieder ein bisschen schütteln, super, die Lunge ist vorne, zum Abschluss Jumping Jacks und dann gibt es etwas längere Pause, yes, Jumping Jacks, im Sprung natürlich, für die, die nicht springen wollen, die Variante. Okay. Schon mal ein bisschen eingrooven. Okay. 10, 15, 20. Achtung. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pause. Gut, immer schön ein bisschen in Bewegung bleiben. Auch in der Pause. Die nächsten 15 nochmal tief durchatmen. Gut, nochmal federn. 3, 2, Jumping Jack, go! 4, oh, oh! 3, 2, und 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Auslockern. Boah, die nächsten werden hart. Nochmal 20. Kurz durchatmen. Ich zähle nur noch die 10, die letzten 5. So, Hintern. 3, 2, go. Arme unter den Kopf.
schwerer. So, langsam endet unsere Pause. Wir fangen an mit 10, 16, 20. Achtung! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4. Und im Rücken in den Boden. 6, 7, okay, 8, 9, 10, Pause. Tief durchatmen, bevor es gleich in die zweite Runde geht. Da nochmal 16, damit es gerade ist. Ne? Einmal nochmal auslockern, Füße nach oben. Einmal schon mal anwinkeln, unteren Rücken fest in die Matte. 16, aufrecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mehr, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Pause. Die sind super. Wichtig ist immer schön die Stabilität behalten. Dann lieber eher in die Decke nach oben treten, als zu weit nach vorne. So, die Monster kommt jetzt noch. Monster 20. So, fertig machen. Beine. Unteren Rücken stabilisieren. Kopf kommt nach oben. Ein Bein ist in der Streckung. Eins angewinkelt. 3, 2, los geht's. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, durchhalten, kommt, 5, 4, 3, gleich geschafft, eine letzte, rechts, links, und nochmal ganz kurz. Auf den Bauch klopfen. Super. Side Plank heißt Seitstütz. Bleiben wir gleich hier unten. Auf die Seite drehen, Unterarmstütz. Und wir machen die etwas tieferen. Dafür drei hintereinander. Gerade Ebene. Schaut, dass der Ellenbogen weit nach innen gezogen wird. Und wir kommen nach oben. Wir fangen an mit 10. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Pause. Oh. Tief einatmen in die Seiten, habe ich mir was vorgenommen, ne? Die nächsten 15. Fertig machen, kommt nach oben. Knie nochmal sortieren, Becken vor. Achtung, los geht's. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und noch 5, 5, 4, 3, 2, oh, einmal kurz ausschütteln, die 20 schaffen wir auch noch, komm, die schafft ihr. Nochmal parieren, Beine sortieren, Achtung, und hoch geht's, und 1, schneller, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kommt, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puh. Einmal nach oben kommen. Hahn, Schulter ein bisschen ausschütteln. Die Seite haben wir. Wir machen weiter mit Crunches, ganz normal. Einmal ablegen. Könnt ihr ruhig mal die Fersen hinten in den Boden, Fußspitzen anziehen. Die geraden nach oben raus.
Easy going, dafür machen wir aber ein paar mehr. Wir fangen an mit 10. Achtung, 3, 2, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kurze Pause, einmal tief einatmen. 10, war es mal zum Warm werden. Die nächsten 20. Ja, komm, da sind wir fit. Ich nehme jetzt mal die Beine hoch, halte mich hier oben und ziehe 20. Achtung, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, Schulter weg vom Boden, 7, 8, 9, 10, nochmal so viel, kommt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und kurze Pause. Okay, die nächste Stufe. Ja, 25 und vielleicht 30. Mal gucken. Ja, schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Ich mache nochmal die Beine hoch, damit geht es bei mir besser. Unterer Rücken bleibt schön fest in der Matte. Kopf kommt schon nach oben. Stützt den Nacken. Nochmal lang machen den Nacken. 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, noch 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, noch 10, hopp, 10, 9, 8, 7, ihr schafft das, 6, komm, zieh durch, 5, nur noch 5, 5, 4, 3, höher noch, 2, eine letzte, wow, puh, das ist auch immer so schön, wenn man wieder aufhören kann, ne? So, einmal kurz durchatmen, dann schwingen wir die Hufe langsam über die Seite hoch, beziehungsweise Oberkörper, die Hufe auf die andere Seite. Die andere Seite Planks an der Seite. Nochmal sortieren. Unterschenkel nach hinten, gerade Linie, Oberschenkel. So, nochmal schauen, dass der Ellenbogen etwas tiefer nach innen noch ist. Wir kommen hoch, wir fangen mit Planks 10 an. 10 Dips. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wow, gut. Einmal kurz Arm lang machen, durchatmen, dann hatten wir als nächstes die 15. Erinnert dich mal unter die Schulter. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, komm, 12, 13, 14, 15, super, super. Boah, nochmal wieder kurz hochkommen, einmal den Arm ausschütteln. Denkt dran, dass ihr schön die Länge behaltet, nicht zum Fragezeichen werdet bei dieser Übung, der Rücken lang und gestreckt ist. Und ihr wisst, was kommt, die 20 kommt noch hinten an. Also, nochmal tief durchatmen. Unteranstütz, hier die Verlängerung. Achtet drauf, sauber zu arbeiten, Becken nach vorne, Ellenbogen noch ein bisschen tiefer. Let's go, einmal hoch und wir zählen. Achtung! 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 in der sagittalen Ebene, 9, 10, 11, komm, 12, zählt mit, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, boah, oh, super. So, jetzt erstmal kurz ausschütteln. So, kleine Pause haben wir wieder, bevor es dann gleich weitergeht im Stehen. Trinkt noch mal einen Schluck und dann geht es weiter. Und oben weiter, High Knees. Und wir starten nochmal mit den Zehen. Achtung, fertig machen. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurz durchatmen. Kommt die 15 nochmal hinten dran. Tief ein- und ausatmen, nochmal ausschütteln, locker machen. So, die 15. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Geht's aber ganz schön ans Eingemachte, Leute. Schaffen wir noch die 20. Nochmal tief durchatmen. Okay, komm, die schaffen wir noch. So, fertig machen. 3. 2, High Knees, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go! Hopp! Puh, Leute! Sehr gut, wenn mich jetzt noch dabei ist. Tipptopp, das gibt Punkte. Ich sag's euch, wir quälen uns für Punkte. Gut. Als nächstes kommt die Wand. Ihr könnt schon mal Handtuch oder Matte holen. Oder schon mal ein bisschen abtropfen. So, wir legen uns bitte nicht hier oben, sondern ihr geht direkt mit den Füßen weiter nach unten. So, dass wir fast im rechten Winkel sind. Und der ganze Rücken ist am Boden, ist an der Wand. Vor allen Dingen hier mit dem Unterbauch mitarbeiten. So, jetzt kommen die Füße im Wechsel nach oben. Ihr könnt auch nur anheben, das ist auch okay. Ne? So, wir fangen an. Wieder mit 10. Achtung, fertig machen. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puh, easy go. Kurz einmal ausstrecken, weiter atmen, den Druck an der Wand behalten, nochmal zurückkommen in die Ausgangsposition. Da können wir vielleicht noch etwas tiefer. 3, fertig machen. 2, go. 1, 2, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fest gegen die Wand, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oh, easy, easy, easy. So, ich muss immer mal kurz zwischendurch ausstrecken, das andere Bein ist dann auch entlastet. 20 Fässer in der Wand bleiben. Spannung halten. Nochmal zurückkommen. Rechter Winkel festdrücken. Wir starten den 3, 2, 1.
Eins, go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hätte ich mal gleich 50 gedacht, ne? Okay, einmal auslockern. Beinchen wieder ein bisschen schütteln. Da ist auch beinlastig hier das Programm. So, einmal den Schweiß ab von der Stirn. Jetzt kommt ganz dicke die Mauer und klein was. Jetzt konnten wir uns ja gerade ein bisschen ausruhen. Die machen wir nochmal auf der Matte. Das heißt, Mountain Climbers, wir sind im Stütz und laufen dann unter den Bauch rein. So, sehr gut. Und hier und starten wir natürlich wieder mit den Zehen. Okay, Achtung. Wir gehen schon mal wirklich aufpassen, dass ihr nicht wegrutscht in den Stütz. Und dann wird im Wechsel reingezogen, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, wer nicht hüpfen will, der zieht nur rein, ist nicht minder anstrengend, macht ihn nur die Hälfte, ist auch okay. So, zehn haben wir. Ihr ahnt, was kommt. 15. Nochmal Arme auslockern. Nochmal parieren. Luft holen. Stütz. Achtung. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, noch 5, 5, 4, 3, 2, und ab. Oh, Leute, ich schaffe keine 20. Puh. Oh, mache ich Folgendes. Zehn schnelle und zehn langsame. Puh. Ja, wer von euch schafft die 20, gut ab, das schreibt mir nachher bitte. Da muss ich noch mal ein bisschen üben. Ach, die mache ich sonst eigentlich nie. Ist mir zu hektisch, aber für heute, für euch tue ich alles, ne? So, zehn schnelle, zehn langsame. Fertig machen. In den Stütz. 3, 2, Jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann die Langsamen hinterher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da hatte ich schon große Angst vor. Das haben wir jetzt hinter uns. Die Mountainclimbers. Einmal schnell, einmal langsam. Und zum Schluss, ganz easy, nur noch eine Plank in den Unterarmstütz. Heißt, aus dem hohen Stütz, den wir gerade hatten, in den Unterarmstütz. Und nur in der Planke bleiben, erstmal kurz trinken. Im hohen Stütz und gehen dann immer runter. Ich komme etwas schräg zu euch. Perfekt. So.
machen wir Folgendes. Dreimal. Okay, dreimal acht. Starten oben. Wenn ich mehr kann, kann dann aus dieser Position Kniestütz weitermachen. Hm? So, los geht's. Noch einmal in die Stütze. Drei, zwei, Unterarm. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Po tiefer. Sechs. Sieben. Acht. Oh, einmal nach hinten. Arme ausschütteln. Ja, versucht wirklich hier nicht zu hoch zu kommen mit dem Po. Dann lieber eine Etage tiefer. Den Rücken lang und gerade lassen. Stabilität für den Rumpf. So, das waren acht. Die waren jetzt auch schon okay, ne? Mal gucken, ob wir noch acht schaffen. Fertig machen. Hände oben. Erstmal lang. Stütz. Drei. Zwei. Und los geht's. Acht. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Komm, bleib dabei. Sieben. Acht. So, mal ausschütteln. Leute, wenn ihr das geschafft habt, dann sind wir durch. Die letzten acht, die beißen wir nochmal richtig durch. Ja. Puh, ich bin noch am Kämpfen. Da machen wir jetzt acht nochmal zum Schluss. Und dann zähle ich unsere Punkte. Okay, Achtung. Noch einmal in den Stütz. Fertig machen. Drei, zwei, go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Die Hälfte schon. Kommt. Fünf. Sechs. Sieben. Eine nur noch. Komm, eine noch mal. Oh, so. Yeah. Oh. So, nochmal kräftig die Armchen ausschütteln. So, ich würde sagen, das haben wir gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe mir das jetzt mal ausgedacht. Und jetzt zähle ich einfach unsere Punkte zusammen. Und ich hoffe, wenn ihr meine Mail erhaltet, dass ihr das jetzt auch gemacht habt. Je mehr, je besser. Das ist vielleicht nochmal ein kleiner Ansporn für die Endrunde. Bis Ende Januar. Haltet durch. Schön, dass ihr alle dabei seid. Quält euch mit mir. Adios, amigos. Feierabend.